Es gilt natürlich wieder, wer nicht bei der Aufzeichnung dabei sein möchte, kann sich jetzt auch gerne disconnecten. Ich sage wieder, tschüss, Wolfi. Hättest du gerne. Ja, mei, es ist, wie es ist, gell? Ja. Aber nicht überziehen, weil Mittagessen wartet dann. Also. Es hieß ja, die 11:15 Uhr Slots gehen 3 Stunden, oder? Stille. Also ist so in der Ankündigung zumindest drin. Okay, na, wenn das so ist, dann wünsche ich euch dann viel Spaß, ja. Danke. Bitte gerne, immer Bitte, bitte. wieder. Wenn Ich wollte es nur noch ja, einmal in der Aufzeichnung drin haben. ich gebe da dann das Stichwort. Ja? Oder so. So, die letzten Sekunden brechen an. Meine letzten Ja. Sekunden? Deine letzten Sekunden weiß ich nicht, meine auch nicht. Aber wir lassen die, die vor dem Raum warten, noch rein. Herzlich willkommen. Und in Österreich ist es 11:15 Uhr. Wie sieht es bei dir aus, Ben? Bei mir auch, witzigerweise. Dieser Wahnsinn. Keine Zeitverschiebung. Dabei bist du ja viel weiter östlich. Aber um keine Zeit zu verlieren, herzlich willkommen zur nächsten Session. Der Ben freut sich schon, Hallo weil Wolfi, hallo Publikum. hallo. Wir haben die Frage, beziehungsweise der Ben hat die Frage, ob spontane Leute im Publikum sind, die vielleicht und eventuell Lust haben, jetzt nicht in die falsche Richtung denken, es ist erst Freitagvormittag, nämlich Lust auf spontane Zeitreihenanalyse. Ja? Und wenn Sie Lust auf spontane Zeitreihenanalyse mit Azure Data Studio, GitHub und den Big Data Clustern haben, dann sind Sie genau richtig und zwar beim Ben, the one and only Ben. Das ist einer, der mit Computern arbeitet, so beschreibt er sich selbst, und er läuft oft, zu viel. Aber man muss jetzt ganz kurz anmerken, in manchen Wochen des Jahres, in einem gewissen Jahr, bitte beachten Sie die Legende, Ben Wolfgang läuft er nicht so viel wie manch andere. Ja, er In der wird. Tat, das ist ja lustig. Es ist ja eine Ja. Legende, dass ich manchmal nicht so viel laufen würde wie du. Ich habe Bitte beachten extra, Sie die Legende vom mehr laufenden Wolfgang. die 2 Wochen rausgesucht, wo das so passt. Und seit kurzem, Ben, Stichwort. Ich bräuchte dich jetzt. Ja, Moment. mit Effekten. Jawohl. War das Auch gut? im Klingelton-Geschäft. In diesem Sinne störe ich schon nicht mehr länger. Wenn es Fragen gibt im Chat, beziehungsweise dann Ben am Ende der Session oder mittendrin, wie hättest du Ja, es ruhig gern? mittendrin und unmutet euch ruhig. Ich habe das ja ganz gern so ein bisschen interaktiv, sage ich jetzt mal so. Perfekt. In diesem Sinne. Viel Spaß. Den wünsche ich uns doch allen. So, Big Data Clusters. So das Kernthema von heute. Von daher würde ich dazu für all diejenigen, für die das Thema Big Data Cluster neu ist, vielleicht kurz so die ersten 3 bis 4 Stunden nutzen und dann steigen wir wirklich etwas tiefer ein, würde ich sagen. Du hast ja gesagt, du hast Zeit mitgebracht, Wolfi, gell? Gut, super. Unbedingt, unbedingt, ja. Also, Big Data Clusters, ein Bestandteil des SQL Server 2019, also das On-Premise-Produkt. Und insofern ganz spannend, weil es das erste Produkt oder das erste Modul oder wie auch immer man es nennen möchte im SQL Server ist, das ausschließlich nach Kubernetes deployed. Das heißt, es läuft nur auf Linux, es läuft nur unter Containern, das wird den Frank freuen. Frank, du darfst dich ruhig unmuten und laut gröhlen. Und das heißt, ich kann auch nicht mehr die klassischen, ich mache einfach mal einen Setup.exe und klick weiter, weiter, weiter machen. Das klappt so nicht mehr. Die Zeit fehlt heute etwas, um aufs Thema Kubernetes entsprechend einzugehen. Ich glaube, ich gehe mal kurz an die Tür. Aber das ist auf jeden Fall für diejenigen von euch, die sich mit dem Thema Big Data Clusters beschäftigen wollen. Sage ich mal so, die
wichtigste Foundation entsprechend unten drunter. Big Data Clusters hat so ein paar RAN-Komponenten, mit denen befassen wir uns heute gar nicht, sondern wir schauen nur auf die Kernkomponenten. Der Big Data Cluster besteht aus mindestens mal 28 Containern. Das heißt, das Ganze komplett containerisiert und orchestriert. Der wichtigste erste Endpoint ist das Thema des SQL Server Masters. Und der SQL Server Master ist ein ganz normaler SQL Server 2019, gegen den ich mich ganz normal entsprechend connecten kann. Das ist auch der einzige Endpunkt, mit dem ich großartig sprechen muss. Hinter diesem Endpunkt, hinter diesem Master, kommen dann sogenannte Pools. Der erste ist der Compute Pool, der macht nichts anderes, als Last entsprechend zu verteilen. Das heißt, beim Compute Pool geht es darum, ihr seht hier drin einen SQL Server, das könnte aber statt einem SQL Server auch 2, 4, 8 sein. Diese SQL Server sind wieder vollwertige SQL Server, die entsprechend Queries für mich abarbeiten können. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, über Polybase mir Daten aus externen Sourcen hineinzuziehen. Zum Beispiel aus einem anderen SQL Server, zum Beispiel aus einer Oracle-Datenbank und so weiter. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, Daten im SQL Server bereitzustellen, die es nicht im SQL Server entsprechend gibt. So ein bisschen wie Linked Servers vielleicht, aber durch das Thema Polybase und gerade durch den Compute Pool deutlich, deutlich schneller. Das Ganze skaliert entsprechend. Dann kommt die nächste Komponente, der Data Pool. Der Data Pool erlaubt mir, Daten über mehrere Server entsprechend zu skalieren. Gab es bisher auch nicht im SQL Server. Das heißt, ich habe mehrere SQL Server 2019 im Hintergrund. In meinem Bild sind es jetzt 2. Diese 2 SQL Server kann ich nutzen, um Daten auf diese beiden Server entsprechend zu skalieren. Stellt euch vor, ihr habt eine Faktentabelle, 100 Millionen Records. Diese 100 Millionen Records schiebe ich in den Data Pool. Was passiert? Die Tabelle wird verteilt auf 2 Tabellen mit jeweils 50 Millionen Records. Was ist die Grundlogik? Naja, 50 Millionen Records sollten per Definition schneller zu durchsuchen sein als 100. Das heißt, ein reines Performance-Thema. Wichtig aber beim Data Pool, der Data Pool unterstützt keine Transaktion. Das heißt, der Data Pool ist nicht sowas wie ein Primär-Storage oder sowas, sondern der Data Pool dient wirklich nur dazu, über ein Caching die Daten entsprechend schneller verfügbar zu machen. Im Gegenzug habe ich hier noch meinen Freund, den Storage Pool. Der Storage Pool ist ein verteiltes Dateisystem, ein HDFS, an das ich auch direkt entsprechend drankomme. Und ganz wichtig, all die Komponenten, die ihr hier seht, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Big Data Cluster deployen, dann kommen exakt all diese Komponenten entsprechend dabei mit heraus und werden auch alle entsprechend mit deployed. Das heißt, viele dieser Komponenten gab es zwar vielleicht schon davor als Einzellösungen, als Insellösungen, aber eben nicht so im Zusammenspiel. Das heißt, die sind von Anfang an miteinander vernetzt, die sprechen miteinander, ich habe keine Schnittstellenthematik und so weiter. Kann also hier entweder automatisiert oder manuell Daten in meinen HDFS entsprechend hineinladen. Und auch das eine große Besonderheit der Big Data Clusters. Ich kann in meinem Storage Pool sowohl per Spark als auch per SQL mit diesen Daten sprechen. Und das werden wir uns gleich zunutze machen. Und was ich hier unten noch entsprechend sieht, dieser zusätzliche grüne Punkt, für diejenigen von euch, die sagen, ja, aber ich habe schon sowas wie einen Data Lake, denn faktisch ist der Storage Pool nichts anderes als ein On-Premise Data Lake, der in den SQL Server integriert ist. Wenn jemand sagt, sowas habe ich schon, brauche ich doch nicht nochmal, weil ich habe einen S3 oder ich habe einen Azure Data Lake Store. Den könntet ihr hier per Tiering einfach entsprechend mit anbinden. Damit landet das Ganze quasi einfach in einem Unterverzeichnis. Letzte Komponente wäre der Application Pool, mit dem befassen wir uns heute nicht. Das wären so Themen, da würden die Integration Services drin laufen. Da kann ich Machine Learning drin betreiben. Da kann ich Artificial Intelligence drin betreiben oder diverse andere Applikationen, die ich da wirklich entsprechend hinein deploy. Das heißt, der App-Pool ist so ein bisschen alles und nichts. Von Haus aus kann der gar nichts und ich kann hinein deployen, was auch immer ich möchte und habe damit dann auch wirklich meine Machine Learning-Modelle zum Beispiel wirklich direkt im SQL Server in entsprechenden Containern, dass sie auch wieder direkt mit meinen Daten entsprechend verdrahtet sind. Was machen wir heute? Wir schauen uns den Storage Pool, den Master und den Data Pool etwas näher an. Und dazu habe ich mir gedacht, es gibt ja einen Grund, warum wir alle hier so virtuell beisammen sitzen. Wir suchen uns mal ein paar Daten und die suchen wir uns bei GitHub. Deswegen habe ich auch das so ein bisschen in den Session-Titel mit hineingepackt. Denn GitHub ist aus meiner Sicht so eine Open-Source-Datenquelle, die von vielen gar nicht so richtig beachtet oder unterschätzt wird. Häufig hat man ja so ein bisschen die Thematik,
ich bräuchte jetzt bestimmte Daten, die sind bestimmt auch öffentlich verfügbar, aber wo bekomme ich die jetzt? Da ist GitHub ein sehr, sehr schönes Mittel. Das heißt, wir werden uns von der Johns Hopkins University die Entwicklung der Fallzahlen, der Covid-Fallzahlen als CSV entsprechend holen. Die haben so ein kleines Problem, das sehen wir gleich. Und zusätzlich, weil uns natürlich im Zweifelsfall noch interessiert, naja, was bedeutet das denn so im Verhältnis, holen wir uns dann auch noch die aktuelle Weltbevölkerung entsprechend mit dazu, aufgeteilt auch wieder nach Ländern, um am Ende auch so ein bisschen sagen zu können, naja, was bedeuten denn diese Zahlen jetzt? Die laden wir uns zunächst mal in unseren Storage Pool hinein. Unsere Bevölkerungszahlen lassen wir im Prinzip so, wie sie sind. Das Einzige, was wir damit machen, ist, dass wir uns nur das letzte Jahr anschauen, also die aktuellsten Zahlen, die es da entsprechend gibt. Die Covid-Zahlen wandeln wir gleich um, sowohl von der Struktur, das heißt im Moment, also standardmäßig kommen die von GitHub in einem sehr breiten Format, weil die Johns Hopkins University einfach jeden Tag eine Spalte an dieses CSV anhängt. Zum Verarbeiten so ein bisschen doof, deswegen werden wir das quasi entpivotisieren. Und gleichzeitig machen wir aus den CSVs Parquet-Files. Parquet im Prinzip Clustered Column Store Index für Flat-Files, um das Ganze einfach ein bisschen zu beschleunigen. Und weil das Ganze in drei Dateien daherkommt, nämlich erkrankte Fälle, genesene Fälle und Todesfälle, joinen wir uns die entsprechend zusammen, schieben uns das in den Data Pool. Weil ich zwischen diesen beiden Formaten, nämlich dem von der Johns Hopkins University und der Weltbevölkerung, so ein paar kleine Abweichungen habe, wie die Länder entsprechend benennen, weil leider beide keinen ISO-Code mitliefern, gibt es noch so eine kleine Mapping-Tabelle dazwischen. Die ist nicht sonderlich groß, deswegen liegt die einfach ganz normal, so wie es in meinem Master. Und diese drei Quellen, das heißt ein CSV-File, so wie es ist, ohne irgendwas groß damit zu machen, eine normale, ganz reguläre SQL-Tabelle und mein Data-Pool, der diese Daten im Prinzip entsprechend aus Caching-Gründen aufteilt, die joinen wir dann ganz normal per T-SQL, um das Ganze entsprechend auszuwerten. Dazu zunächst mal irgendwelche Fragen. Im Chat ist es ruhig. Tja, das ist ein gutes Zeichen. So, also, grundsätzlich, wie gesagt, jede Menge Informationen, jede Menge Daten bei GitHub verfügbar. Nicht nur zum Thema Covid, sondern wenn ihr so das Thema habt, wo ihr sagt, die Daten müsst ihr eigentlich öffentlich geben, sucht einfach mal so ein bisschen gezielter bei GitHub danach. Hier die Johns Hopkins University, wie bereits erwähnt, stellt uns zum Beispiel hier die globalen bestätigten Covid-Fälle bereit. 5 Stunden ist es alt, also erneuern das jeden Tag, aber wir sehen es schon recht schön. Also ich habe hier Province, State, Country, Region plus so ein bisschen Geokoordinaten mit dazu. Und danach geht es einfach los am 22. Januar. Jeden Tag kommt eine Spalte entsprechend mit dazu. Würde ich das jetzt einfach per T-SQL auswerten, wäre das mühsam. Also ich könnte zwar mit einem Unpivot oder sowas arbeiten, aber entweder müsste ich den jeden Tag selbst anpassen oder ich schreibe mir ein unschönes Dynamic SQL oder wie auch immer. Alles nicht so schön. Das geht in Python deutlich angenehmer. Und zusätzlich haben wir hier noch auch aus dem klassischen GitHub-Dataset einfach das Thema Weltbevölkerung. Da gibt es pro Land und dann diverse Aggregationsstufen davon. Und ja, einen entsprechenden Wert einfach. Wo ihr zum Beispiel, also ihr seht schon, die fassen hier so ein bisschen Sachen zusammen. Arab World ist zum Beispiel eine Gruppierung von Ländern. Und wenn wir hier mal so ein bisschen weiter runter scrollen, dann kommen irgendwann auch die einzelnen Länder und so weiter mit dazu. Meine Herren, ganz schön lang. Gut, so, hier zum Beispiel Australia und dann geht's los, 1960, 61 und so weiter und ich habe meine Bevölkerungsentwicklung. Das ist logischerweise dann später wichtig, wenn ich sage, so, wie viele Fälle habe ich denn im Verhältnis zu, wie groß ist eigentlich ein Land? Wenn wir zum Beispiel sagen, wir vergleichen mal Österreich und Deutschland oder sowas. So, was tun wir also? Ich habe mir hier einen Big Data Cluster deployed, habe mich im Azure Data Studio dagegen verbunden. Durch das direkte Verbinden im Azure Data Studio sehe ich hier auch sehr schön, das habe ich nur im ADS, den direkten Zugriff auf mein HDFS. Das heißt, ich habe hier wirklich auch einen Browser auf das Dateisystem. Kann also über den gleichen Endpunkt hier jetzt erstmal Spark und Python mit meinem Big Data Cluster sprechen und später über exakt die gleiche Verbindung T-SQL. Weil ich ja eigentlich mehr so aus der SQL-Welt komme und von daher dieses ganze Thema Python mich zum Teil dann doch vor ein bisschen größere Herausforderungen stellt. Habe mir hier oben eine kleine Variable gebaut, weil nämlich all diese Files im Prinzip immer komplett gleich beginnen, mit nämlich genau diesem Teil. Und dann kommt dazwischen eben der Dateityp, nämlich Recovered, Death und Confirmed und dann endet das Ganze wieder mit _global.csv.
Und weil ich dreimal exakt das Gleiche machen möchte, habe ich mir hier eine kleine Funktion gebaut. Das heißt, diese Funktion macht erstmal Folgendes. Read CSV liest diese URL entsprechend ein. Dann habe ich das erstmal in einem sogenannten Data Frame. Könnt ihr euch vorstellen, im Prinzip wie eine ganz normale Tabellenstruktur. Aus diesem Data Frame schmeiße ich erstmal zwei Spalten raus, nämlich Latitude und Longitude, weil mich die Koordinaten nicht interessieren. Und hier kommt eigentlich das besonders Charmante am Python mit dazu. Es gibt in Python eine Funktion, die nennt sich melt. Die macht im Prinzip, wie gesagt, das gleiche wie ein Unpivot im SQL Server, nur mit dem Unterschied, dass er das dynamisch macht. Das heißt, ich verrate ihm hier vorne so, die beiden würde ich gerne behalten. Das, was in der Überschrift der anderen Spalten steht, heißt dann bitte date. Und wenn wir dann noch so ein kleines Stückchen nach rechts entsprechend drüber rutschen, das ist dann der Wertname entsprechend dazu. Hier unten das gleiche Spiel, also das caste ich dann nur noch in die passenden Datentypen und so weiter. Also das eine wird ein String, das andere wird ein Date und so weiter. Und was er damit einfach macht ist, das schiebt er dann in ein Parquet und zusätzlich noch in ein CSV-File. Dadurch, dass das Parquet binär ist, ist es ein bisschen schwieriger, direkt quasi für uns zu lesen. Deswegen schreibe ich das Ganze sicherheitshalber in beiden, weil dann habe ich auch direkt nochmal einen Überblick, was er effektiv an Daten für mich weggeschrieben hat. Für das Thema Metapopulation ist es ein bisschen einfacher. Ich schmeiße eine Spalte weg, filter aufs Jahr 2018, das ist das letzte Jahr, wo es wirklich verlässlich für alle Länder einen Wert gibt. Schmeiße danach auch die Jahresspalte entsprechend weg und schreibe das einfach in ein CSV hinein, das Paket. Spare ich mir hier. Und jetzt kann ich hier in meinem Azure Data Studio in diesem Notebook einfach sagen, run all. Er geht jetzt also hin, hat sich hier an der ersten Stelle gerade eben erstmal dieses File entsprechend geholt, entsprechend aufbearbeitet und dann gebe ich mir einfach mal die ersten 5 Werte aus. Dass hier noch die ganzen anderen Aggregationen und so weiter mit drinstehen, stört uns nicht, weil ich komme von meinen Fallzahlen und mache einfach einen Lookup. Das heißt, solange alles, was links steht, am Ende auch rechts steht, ist es gut. Blöd wäre es nur, wenn hier quasi irgendwas fehlen würde. Das gleiche Spiel hier entsprechend, da sieht man es ganz schön. Das Datum ist in die Zeile gerutscht und meine Spalten heißen entsprechend so, wie sie vom Dateinamen her entsprechend heißen. Nachdem ich aber, wie gesagt, eigentlich aus der SQL-Welt komme, verabschiede ich mich damit aus der Python-Welt. Was man aber hier uns noch kurz angucken können, ist auch wieder Folgendes. Ich habe eigentlich jeweils nur eine Datei geschrieben, aber er hat sie mir entsprechend aufgeteilt auf jeweils zwei. Das liegt daran, dass auch mein Storage Pool bei mir aus zwei Nodes besteht. Das müssen aber nicht zwingend zwei sein, sondern das könnten theoretisch 100 sein. Und er würde danach eben die Files auf all diese Nodes entsprechend verteilen. Das heißt, wenn ich gleich anfange, diese Dateien entsprechend zu queryen, fragt er nicht eine große Datei ab, sondern in dem Fall eben jetzt zwei halbgroße. Das heißt, auch hier kommt, wie später auch beim Data Pool aus SQL sich diese Verteilung entsprechend mit zum Tragen und damit habe ich einfach einen massiven Performance-Gewinn. Das ist jetzt bei Daten dieser Größe nicht zwingend ganz so spannend. Wenn ich aber hier Daten hineinlade, die eben unter Umständen Größen annehmen, die viele, viele Millionen oder gar Milliarden an Zeilen entsprechend haben, macht es natürlich einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. So, die Connection, ich springe nochmal ganz kurz hier hin und her, exakt die gleiche, also ich spreche mit dem exakt gleichen Endpunkt. Und hier habe ich das zweite Notebook. Also als erstes sage ich mal, ich möchte bitte in einer Datenbank, die ich vorher angelegt habe, halt die Instanz ist es, die sich dann nennt Covid. Wechsle also meinen Datenbankbezug. Als nächstes lege ich aus dieser Datenbank eine Verbindung auf den Storage Pool an. Das ist einfach ein Verweis auf dieses HDFS-Filesystem. Damit mache ich im Prinzip die Dateien, die im HDFS liegen, für den SQL Server sichtbar, nutzbar. Wir haben einmal CSV und einmal Parquet. Die beiden Formate teile ich ihm auch entsprechend mit. Gerade beim CSV ist es entsprechend wichtig, weil ein CSV kann sowas haben wie ein Komma-Trennzeichen oder ein Semikolon-Trennzeichen. Ein CSV kann eine Überschriftenzeile haben oder nicht und so weiter. All das würde ich ihm hier entsprechend mitgeben. So, die teilen wir ihm einmal alle mit. Und dann schmeiße ich mal ganz kurz alles weg, was es schon gibt. So, erster Schritt. Ich lege eine External Table an. External deswegen, weil sie nicht im SQL Server, also nicht in der Master Instanz liegt, sondern auf der anderen Instanz. Hat zwei Spalten, Country und Population. Das eine ist ein NVARCHAR, das andere ist ein BigInt. Und das Ganze liegt im Gegenzug zu einer normalen SQL-Tabelle
in diesem Verzeichnis in meinem Storage Pool. Das heißt, ich sage hier nicht on primary, on file group 1, on partition scheme, was auch immer, sondern ich sage wirklich, das liegt in diesem Verzeichnis und er geht jetzt einfach davon aus, in diesem Verzeichnis, alle Dateien, die da drin liegen, haben die gleiche Struktur und die mergt er dann quasi in seinem Query entsprechend zusammen. Dann machen wir das gleiche Spiel für unsere Parquet-Files. Province, Country, Date, Recovered, Confirmed und unten drunter hätten wir dann noch die Todespferde entsprechend mit dazu. Kann also jetzt hier per ganz normalem T-SQL Select Top 10 from COVID Recovered. Wir sehen, bis gestern gehen die Daten, also wird immer bis zum Vortag entsprechend aktualisiert. Ich schreibe ganz normales T-SQL, aber was er an der Stelle eigentlich macht, ist, er queried die Parquet-Files, die ich im Hintergrund entsprechend generiert habe. So. Dann lege ich mir eine Tabelle zunächst mal in meinem Master an. Hätte aber auch eine View an der Stelle sein können, wo ich einfach sage, so, ich hätte die gern alle entsprechend zusammen. Also Confirmed, Recovered, Death und auch Active, also im Prinzip Confirmed minus die beiden. Mutet euch doch bitte, wenn ihr keine Fragen habt. Und was ich jetzt einfach mache, ist in einem Query, dass diese drei Parquet-Files hier entsprechend zusammenmerged. Also ich lese wieder aus Dateien in meinem HDFS. Das schreibe ich mir in ein ganz normales T-SQL. 28.000 Zeilen. Wie gesagt, dafür bräuchte ich den Data Pool eigentlich nicht. Wir nutzen ihn dennoch. Das heißt, ich lege ihm auch noch eine Verbindung auf den Data Pool entsprechend an. Die muss ich einfach in jeder Datenbank entsprechend anlegen. Und lege mir jetzt noch eine weitere externe Tabelle an. Die hat die gleiche Struktur wie meine COVID-Development, wo ich gerade eben die Daten zusammengefügt habe. Aber es ist wieder eine externe Tabelle, liegt in meinem Data Pool und ich möchte die Daten per Roundrobin entsprechend verteilen. Das heißt effektiv einfach ein Datensatz links, einer rechts, einer links, einer rechts. Er macht es nicht ganz recordweise, aber von der Grundidee versteht ihr das Prinzip. Schieben wir das also jetzt in meinen Data Cache entsprechend hinein. Habe alle Datensätze entsprechend da drin. Was ich jetzt auch noch machen kann, ist über einen Zusatzquery hin, Add Data Source SQL Data Pool. Damit query ich quasi die Einzelnodes meines Data Pools und da sieht man sehr schön, 14.111 Datensätze sind links gelandet, 13.900 sind rechts gelandet. Wie gesagt, keine ganz gleiche Verteilung, aber ich habe damit jetzt zwei sehr, sehr kleine Datentöpfe. Aus User-Sicht kriege ich das Ganze aber quasi gar nicht mit. Ich kann diese Tabelle also ganz normal ansprechen, als wäre es eine ganz normale Tabelle. Select Top 10 Stern from COVID Development und so weiter mit einer Where-Bedingung, mit einem Order by und all das kommt hier entsprechend zurück. Im Hintergrund queried er diese beiden Nodes, fügt mir das entsprechend zusammen, kann man sich so ein bisschen vorstellen, als wären es zwei Tabellen, die ich per Union All entsprechend zusammenfüge. Und dann kann ich über meine Mapping-Tabelle, da sieht man es ganz schön. In der einen Tabelle heißt das ganze Burma, in der anderen heißt das ganze Myanmar, in der einen heißt Bahamas, in der anderen heißt The Bahamas. Das macht einfach meine Mapping-Tabelle, um das entsprechend aufzulösen. Und dann kann ich hier unten meine Daten aus meiner Mapping-Tabelle gegen mein CSV, gegen meine gecachte Datei aus dem Data Pool entsprechend fahren. Und hätte das jetzt sortiert nach aktiven Fällen pro Million. Wir würden sehen, Katar, Schweden, USA und so weiter, das sind so unsere Spitzenreiter. Nachdem diese Daten jetzt aber so 1:1 in meinem SQL-Server drin liegen, könnte ich jetzt natürlich auch in jedes beliebige Tool, zum Beispiel Wolfi hier, ins Power BI gehen. Was ist das? Heißt, Power BI? Das wollte ich dir schon lange mal zeigen. Das ist sowas wie Excel im Prinzip. Also so eine Mischung aus Excel und PowerPoint. Cool. Und weil es ein ganz normaler SQL-Server ist, kann ich mich auch hier ganz normal gegen ihn als Datenquelle verbinden und könnte jetzt hier die Daten entsprechend mit reinziehen, mehr Grafiken und so weiter draus bauen und so weiter und so weiter. Könnte aber natürlich auch hier entsprechend eine kleine Auswertung fahren. Und was übrigens ganz cool ist, Wolfi, das wollte ich dir persönlich noch zeigen, das Schöne hier am Python ist, es gibt da ja
100.000 Module für alles. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch ein Garmin-Plugin, wo ich einfach sagen kann, so komm, wir lassen das mal ganz kurz laufen, laden mal ganz kurz hier unsere, also meine Garmin-Aktivitäten entsprechend mit hinein. Da wollte ich dir dann nämlich noch was sehr, sehr Schönes dazu zeigen. Sehen wir hier gleich DataFrame.show 5. Das heißt, er lädt uns jetzt die ersten. Ich zoome hier mal ganz kurz rein. Also kann auch Umlaute, das kennst du ja sonst nicht so. Könnte jetzt Umlaute aber auch hier hingehen. Also gleiches Prinzip. Wir lesen hier allerdings nur aus einem Parquet-File. Und was ich hier in meinem Azure Data Studio auch machen kann, statt dass ich hier einfach nur Zahlen darstelle, auch hier könnte ich sie entsprechend visualisieren. Sieht noch nicht ganz so schön aus, machen wir doch einmal so. Und man würde jedoch relativ schön einen kleinen Spike auch hier bei meinen Run-Aktivitäten sehen. Corona sei Dank. Allerdings, nachdem es jetzt hier nach Monaten ist, ohne Umlaute. Sorry, Wolf. Dankeschön. Ist das jetzt interaktiv, die Filterung? Ja, wenn okay. Ich oben 2019 mache und das Query neu ausführe, dann kommen nur noch ab 2019 die Daten. Ah, cool. Und wenn ich dann wieder eine Grafik draus mache, dann ist das auch interaktiv. Ja, cool. Sehr cool. Wir haben eine Frage, Ben. Ja, bitte. Und zwar vom Tobi. Was passiert, wenn ich zum Beispiel eine Query mit Windowing mache und die Daten auf den Nodes verteilt liegen? Werden die dann irgendwo zentral gecached? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Tobi, magst du dich kurz unmuten? Ja, klar. Na, du hattest ja gesagt, das ist im Prinzip wie ein großes Union All, wenn ich die Daten aus von den einzelnen Nodes hole. Wenn ich jetzt ein Windowing mache, das Daten aus beiden Nodes braucht für seine Window-Function. Okay, läuft durch den Compute Pool und der Compute Pool entscheidet im Prinzip, muss ich an der Stelle Suchergebnisse und so weiter bilden. Hängt ja natürlich auch so ein bisschen vom Windowing und so weiter ab. Also gehen wir mal von einem einfachen Fall aus, du machst ein Windowing, wo du quasi eine Summe bildest. Ja. Partitioniert nach irgendwie zwei Spalten oder so. Dann würde er im Normalfall erst den Data Pool das schon mal machen lassen und dieses Ergebnis dann selbst nochmal zusammen mergen. Das heißt, er versucht also im Prinzip, soweit es geht, selbst Predicates runter zu pushen, das übrigens auch bei externen Datenquellen, und dann eben auch so intelligent, wie es denn geht, zusammenzufassen. Hat natürlich logischerweise eine Grenze. Könnte ja, wie gesagt, auch Daten zum Beispiel aus einem Oracle oder aus einem anderen SQL-Server und so weiter mit hineinziehen, wo er die Daten gar nicht kennt, also keine Statistiken, keine Indizes und so weiter dazu hat. Wenn ich die jetzt dann irgendwie wild am besten Cross-Join miteinander verbinde, dann muss er irgendwann einmal alles entsprechend komplett zu sich laden, um überhaupt irgendwas damit machen zu können. Ja. Okay. Aber er bemüht sich. Das ist schön. Danke dir. Sonstige Fragen, mein Lieben. Also falls jemand die Frage hat, wo dem Wolfi seine Laufergebnisse sind, die sind schon auch hier mit drin. Das ist die Linie, die sieht man da unten nicht, weil sie so klein und durch. So, wir sind jetzt am Ende. Der ist das so? Ich glaube nicht. Ja, es kommt drauf an, ob noch jemand Fragen hat. Ja. Weil sonst sind wir in der Tat am Ende. Entweder im Chat oder unmuten. Na, beide Kanäle sind möglich. Hochinteraktiv. Jetzt. Gut, tja dann. Ben, wärst du so nett, die Skripte bereitzustellen? Aber selbstverständlich. Ich muss mir noch überlegen, wo ich das am geschicktesten hinpacke. Aber wahrscheinlich auf mein GitHub. GitHub, ja. Wollte ich sagen. Ja. Also von daher schiebe ich nach github.com/bweismann. Du Ben, wo war das genau mit dem Garmin, mit dieser Extension? Ist ein offizielles Python-Modul, heißt Garmin Connect. Das heißt, wo ist denn hier? Achso, ich bin ja im völlig falschen Notebook. Das heißt, ich habe hier oben ein, zoome ich dir einmal kurz rein. Mhm. Für einen Command pip3 install Garmin Connect. Ja, okay.
Und von daher, damit kannst du es 1:1 entsprechend verwenden. Und der braucht dann im Prinzip Benutzernamen und Passwort. Da müsstest du dann deine eigenen verwenden. Ja, das würde ich dann auch machen, ja. Ansonsten, mein Passwort wäre Wolfi ist langsam, Ausrufezeichen. Aber er läuft weiter als Ben in 2 Wochen in der gesamten Datenmenge. Alles klein. Aber wenn Sophie, du läufst, das passt gerade nicht in so ein Cluster, oder? Das ist ja, deswegen ja, Big ja. Running Data Cluster. Ja. Nee, von da. Und du musst im Prinzip, wenn du es mit dem Big Data Cluster machst, im Prinzip nur schauen, weil das Ganze wird ja jetzt hier nicht lokal ausgeführt. Also du kannst ja im Azure Data Studio selbst auch Pakete entsprechend installieren. Mhm. Die würde er jetzt aber lokal installieren. Das heißt, das bringt mich hier nicht weiter. Das heißt, wenn du Zusatzmodule entsprechend brauchst, würdest du sie quasi über das Notebook da entsprechend hineinpacken. Ja. Und die fixe Versionsnummer habe ich mit reingenommen, weil irgendwann in den letzten Tagen ein neues Release kam, das leider nicht funktioniert. Okay. Hast du mit dem Neuen deine Daten generiert, Ben? Ach, Wolfi. Ach, Wolfi. Ansonsten übrigens, Erik, habe ich natürlich auch da hier oben den Link entsprechend mit reingepackt. Ja, super, danke. Zoom ich dir doch noch einmal mit hinein, dann hast du es quasi auch in groß im Recording entsprechend mit drin. Wie gesagt, nimm nur nicht die 0114, sondern die 0113. Und dann klappt das auch. Keine weiteren Fragen. Wenn keine weiteren Fragen, dann sage ich recht vielen schönen Dank. Schönen Tag. Viel Spaß noch bei der weiteren Konferenz. Für die, die eine kurze Mittagspause einlegen, und bis demnächst. Schönen Nachmittag. Ebenso. Vielen Dank, Wolfgang. Danke euch. Danke, Ben. Ciao.